So, hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück hier auf meinem neuen Projekt der Vierfachkarte. Und hier habe ich einfach mal, ja, grob mal die Straße, wie sie sein soll. Das ist natürlich noch nicht final, aber so, damit wir einfach mal wissen, okay, wo soll es denn da hingehen? Und da kann man dann einfach mal hier mal erraten. Langsam machen. Und da geht's dann raus. Und wir speichern wieder mal. Habe ich zu Ende der letzten Folge vergessen. Und jetzt geht es hier wieder weiter grob mit dem Nest, also mit der Straße, dem Straßennetz. Genau, damit man mal weiß, okay, wie das ungefähr sein sollte. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich da wirklich eine echte Straße wieder platzieren soll mit einem Spline Street Constructor oder ob ich es nur so auf Schotter mäßig das hier so mache. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier. Das dann quasi auch da rausgehen. Und ich lasse ja ein bisschen nach Gefühl die Straße hier laufen. Gucken. So. Echt verdammt groß die Map, ne? Aber in der Wüste, da wird es nicht so viele Straßen geben. Und dann jetzt da wieder zurück. Geht's wieder zurück an den grünen Bereich. Und da würde ich einfach die Straße hier quasi am Bad hier beiführen die Straße, ne? Also hier so Übergang ist die Straße, ist quasi die Grenze. Da macht es auch ein bisschen mehr Sinn, wie es so aussieht, genau. Wenn ihr das wollt, könnt ihr auch hier im Livestream mir auch Kommentare reinschreiben und dann mache ich auch ein kurzes Ingame Test von dem Bordnetz, beziehungsweise sollte es hier im Livestream nicht stattfinden und ihr seht die Folge, schreibt mir doch einfach einen Kommentar rein und dann mache ich auch mal eine Fahrrunde hier auf der Map. Und ihr dürft das Fahrzeug aussuchen, was dann dafür herhalten soll. Und dann hier. Jetzt dann wieder schließt sich der Kreis zu den bisherigen, genau. Mal überlegen. Und hier dann der Weg zum Universal Crusher. Und einmal da rüber. Das ist ein bisschen hier, glaube ich. Ja. Erhöhung. Gut. So, dann haben wir noch ein bisschen was am Straßennetz gemacht. Genau. Und
Und ich würde sagen, wir fangen an wieder mit der nächsten Oase. Geht dann hier rein. Kleinerer Weg. Die Straßen werde ich wahrscheinlich zumindest mit dem Spline so ziehen, dass die dann begradigt sind, ne? Nicht so hobbelig wie jetzt. Aber es kommt dann noch am Schluss. Und dann hört es dann hier auch auf. Und dann habe ich mir überlegt, wie machen wir denn das am besten natürlich. Und zwar, dann nehme ich den anderen Layer. Und zwar, ich habe den erst gemacht, Sand Gravel. Und dann geht es quasi in so Sand Gravel über. Und dann gibt es hier die nächste Oase. Oh, mal gucken, wie machen wir es denn? Oh. Und dann gibt es hier einen größeren Bereich. Weil danach alles nochmal flach. Quadratisch, das sieht doch schöner aus, dann, wenn es dann quadratisch ist. Ah, dann nehmen wir doch mal gleich die Höhe und mal daran und suchen uns eine Höhe aus. Nehmen wir am besten die Höhe hier. Das heißt, ich mache jetzt hier Steuerung und dann machen wir hier auf Ersetzen und dann kann ich sagen, okay, das sollte es doch alles auf die Höhe machen. Damit es auch so die Höhe hat. Genau. Alles, was nicht die Höhe hat. Ist quasi so ein Plateau. Ich wusste, was das hier ist. Ich schon die ganze Zeit, also der. Okay. Egal. So, dann sind wir hier. Doch, hat das doch? Bin gespannt. Ja, wirkt so, ja. Als ob es und dann machen wir jetzt alles schön wieder hoch. Ich ein bisschen größer machen, fällt mir gerade ein, weil es wird dann alles hier Ackerland wieder. Und wenn wir schon mal hier das hier haben, schön groß hier, großflächig, soll das hier natürlich laufen.
Aber dann nach hinten. Und zwar, ich brauche ja dann noch quasi einen Berg. Wieder. Und durch da anliegt und von dem Quelle kommt natürlich, ne? Die Wasserquelle. Da kann ich mich. Die machen wir jetzt hier ein bisschen höher. Große Sandberge, aber es sind keine Sandberge. Mal hier einen richtig großen Berg. Oh, ist glaube ich am besten. So, dann auch deklarieren. So, das Problem ist natürlich, man sieht ja fast nichts, weil alles so flach ist. Aber wenn man jetzt dann einfach mal sagt Mountain Rock Foreground. Ja, kein Mountain Rock. Forest Ground. Nee, Mountain Rock ist tatsächlich hier nicht drinnen. Aber Rock. Okay, dann machen wir hier natürlich Rock erstmal, damit wir mal das bisschen so sehen, dass Gebirge sein sollte. So. Wüste haben wir genügend, aber hier eigentlich kann auch mal gleich hier hingehen. Genau das gleiche. Hier haben wir ja schon mal angefangen gehabt. Genau, und dann Mountain Rock und liegt da ein bisschen Sand drauf. Das ist alles gut. Und das ist der Bereich. Hier ist es eben, genau da. Da kommt ein bisschen durch. Hier haben wir dann einfach ein bisschen Sand unten. Okay. Und dann machen wir hier Rock, Sun, Dawn, River. Was ist das? Riverbed, genau da. Dann machen wir Riverbed. Das Riverbed. Das geht quasi. Dann machen wir mal hier auf 5 Meter. Geht hier rüber. Hier lang. Da rüber. Und dann hier.
Hier. Steuerung. Ja. Und machen dann aber hier 95 Meter. Oh, nee. 90 Meter. Das heißt, wenn ich dann hier runter gehe, soll er hier, ne? So, ich mag schon speichern, bevor ich jetzt schon wieder vergesse. Soll er hier natürlich die Tiefe dann zeigen, ne? Seht ihr? Da geht es dann tief runter. Ganz schön tief, ne? So. Ist aber da. Vielleicht. Ah, ich mache es schon mal so. Mach mal das und dann werde ich das drumherum doch ein bisschen flacher, mal tiefer machen. Nicht so hoch, weil sonst ist es unrealistisch, dass der Fluss so tief ist, weil ich kann ja die Wasserplane nicht so hoch machen. Aber ich gehe zumindest mal hier so tief, damit ich mal den Fluss zumindest mal hier habe. Bächle. Und dann das ist halt ein Plus hier, ne? Da geht es dann darum. Wasser hier läuft und dass dann quasi die Felder drumherum auch grün sind. Ohne Fluss. Hier wird es dann hier auch keine Ackerflächen geben. So. So, und hier soll es aber so steil bleiben, damit wir auch quasi hier auch der Rock so drin sind. Okay, gut, dann machen wir mal 101 zumindest, ne? Und da kann man hier sagen, das hier soll dann alles hier auf 101. Größe hier. Wieder quadratisch, damit man auch schön hier den Bereich auch noch so haben. Dass ich nicht außersehen wieder das Flussbett auf die 101 mache. Wenn ich das, was ich gewollt habe. So, da machen wir hier. Schon groß machen. An der Seite noch. Nehmen hier alles. Und ich da jetzt näher ran. Und da mache ich es rund.
Und da kommt wieder eine blöde Werbung. Da dann. Weitermachen. Nicht so schlimm, wenn der Fluss dabei ist, weil das kann ich dann ja alles noch mal. Wichtig, dass die Kanten ja nicht so da sind. Da gibt man 98, gell? Okay. Ist das schon. Hauptsache hier der Fluss oder der Fluss hier, die Felder haben nicht. Welche Fälle? Oh. Wieder kleiner. Und hier wieder die 98. Und schon sieht hier besser aus, wenn man dann hier mit der 98 durchgeht, ne? Nicht perfekt sein, weil ist ja klar, dass da nicht überall die 98 so voll da ist, ne? Ein Fluss ist auch nicht immer überall gleich tief, ne? Oh. Bin gespannt, wie es danach ausschaut. Okay. Dann gehen wir nochmal schön mit dem weniger hart. Mit dem Smooth Generator drüber, damit die Kanten nicht ganz so hart sind. Da kann auch ein bisschen flacher sein, aber dann da mit die Kanten nicht so hart sind. Dann gehen wir wieder mal auf Texture. Und dann hole ich mir, nachdem ich es gespeichert habe, Sandgrass, genau. So, aber damit geht es dann erst in der nächsten Runde weiter. Also, Livestream läuft weiter, aber für die Folge soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Ciao, ciao.